Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe der Webex-Reihe zum Thema Umbruch im Lebensmittelhandel. Glaube ich, ein spannendes Thema, eine spannende Zeit, in der wir gerade leben. Und wir haben das zum Anlass genommen, tatsächlich auch über ja, verschiedene Formen im Handel, im stationären Handel, sowie auch gerade jetzt ganz aktuell im E-Commerce-Bereich, nachzudenken, zu überlegen, wo können Chancen, Barrieren liegen. Und ja, freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ja, uns ein wenig lauschen wollen bei den Themen, die wir uns so überlegt haben. Ja, vielleicht zum Einstieg, wer da was ist Bonsai? Nicht jeder mag das Unternehmen kennen. Bonsai ist gegründet worden 2004 tatsächlich mit der Idee und dem Leitmotiv im kleinen Testen, was im großen funktionieren soll. Tatsächlich das Experiment als, ja, als Plattform für Forschung, für Wissen, für Insights zu nutzen. Daran hat sich in den 15 Jahren seit Bestehen überhaupt nichts geändert. Meine Kollegen, die Sie hier sehen, und Kolleginnen, Aksana Tschiponowa, Juliette Debois und Stefan Feldmeier, Urgesteine bei Bonsai. Sie werden sie alle im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde, 50 Minuten noch kennenlernen. Ich selbst bin tatsächlich relativ neu dabei, Jens Krüger. Einige kennen mich vielleicht noch aus der Zeit meiner Zeit bei Kanter, 25 Jahre, in verschiedenen Projekten mit diversen Hobbys. Eins der Hobbys, kam ich nicht umhin, ist auch mit zu Bonsai zu schleppen, den Werteindex, den wir seit 2009 zusammen mit Peter Wippermann herausgeben. Ja, wir wollen Sie heute auf so eine kleine Reise mitnehmen und auch mal mit der Idee konfrontieren, tatsächlich ja, gemeinsame Sache mit uns zu machen. Aber dazu später mehr. Ja, Bonsai macht eine Menge. Bonsai hat Forschungsangebote, wie zum Beispiel das Bonsai Lab. Und auch da werden wir nachher drüber sprechen. Da geht es um Co-Creation. Wir arbeiten sehr viel und sehr fundiert mit Bonsai Analytics an Daten, an Absatzdaten, an Konsumentendaten. Experience Data. Wir können dort ROI-Analysen machen. Wir modellieren ganz viel für die Industrie. Kern ist immer noch das Thema Testen im wahren Leben, wenn man so möchte. Bonsai-Testmärkte, sowohl in Bremen als auch bundesweit und auch in Europa, können wir im Grunde jedes Produkt mit in den Handel begleiten. Beobachten. Wir sind kontinuierlich dabei mit unserem Testerfeld, mit Bonsai Mystery auch, tatsächlich das wahre Leben immer wieder zu verorten und zu bestimmen. Also die Kurzform von Bonsai, sei mal zusammengefasst und ein klares Statement von unserer Seite. Das wahre Leben kannst du nicht simulieren. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir jetzt auch mit Corona oder Covid-19 leben, zeigt uns, wie wichtig auch tatsächlich das ist, was draußen ist, was passiert. Das wird man alles nicht simulieren können, sondern man muss dort tatsächlich ganz nah an den Konsumenten sein, an den Händlern sein, um das zu machen, was wir auch können. Und deswegen sind wir auch gefragt und freuen uns, auch Ihre Fragen zu beantworten. Nicht heute hier. Ich glaube, dafür ist es das Plenum zu groß, aber sicherlich im Nachgang und an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann noch im 1:1-Call. Ja, ich werde überleiten zur Agenda. Was haben wir heute vor? Wir haben uns ja so ein paar Themen gesetzt. Tatsächlich mal zu zeigen, Zahlen, Daten, Fakten. Stefan Feldmeier wird gleich berichten über ja die Grundthese Food E-Commerce im Aufwind. Ich glaube, das spüren wir alle. Darüber kann man viel lesen. Ist das wirklich so? Ist es nachhaltig? Was passiert da gerade? Wenn wir das bewerten wollen, glaube ich, kommen wir nicht umhin, uns mit diesen Zahlen, Daten, Fakten auch auseinanderzusetzen. Ich selbst würde dann, ja, ich habe es eben gesagt, vom Werteindex ein bisschen inspiriert berichten, von Lifestyle zu Conscious Life. Ich glaube, wir alle merken, dass es eben nicht die Zeit ist, wo man große Kampagnen, große Marketingbotschaften draußen am Markt platziert. Sie haben das alle mitgekriegt, die großen Konsumgüterhersteller, die Werbungtreibenden haben ihre Kampagnen runtergefahren, machen ihre Kampagnen anders, zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen. Ja, und ich glaube, dieses Thema ernsthaft mit der Situation umzugehen, ist ein Gebot der Stunde.
Und auch das haben wir im Werteindex bereits gesehen. Darüber gerne möchte ich ein wenig sprechen und vielleicht Sie auch inspirieren, darüber nachzudenken, was das denn für Ihr Business im Commerce, im Handel, im E-Commerce für Sie als Produzent oder Händler bedeuten kann. Abschließen wollen wir damit mit einer Idee, wie angekündigt. Ja, wir würden gerne gemeinsame Sache machen. Wir haben eine Zukunftsstudie in Planung zum Thema Food E-Commerce. Warum jetzt? Meine Kollegin wird es nachher nochmal betonen. Warum jetzt? Ganz klar, weil jetzt kann man die Weichen stellen. Wir können jetzt gucken, was die Menschen bewegt, wo ihre Sorgen und Nöte sind. Und all das sind Themen, die man jetzt sehr, sehr gut analysieren kann, wenn man langfristig und mittelfristig E-Commerce zum Erfolg führen möchte. Soweit der Vorrede genug. Ich übergebe an meinen Kollegen Stefan Feldmeier und ja, Stefan, the floor is yours. Vielen Dank, Jens. Wir machen jetzt weiter und schauen uns zunächst an ein Zitat. Wir starten mit einem Zitat in dieses Kapitel, das wir gefunden haben, was sehr gut in die momentane Situation passt, von Peter Heckmann. Der sieht nämlich den E-Commerce-Handel mit Lebensmitteln aktuell in einer sehr guten Position, nämlich sieht er vor allen Dingen eine große Chance, dass sich die Anbieter von Online-Lebensmitteln Handel eine Möglichkeit haben, sich aus einer Nische herauszubewegen. Aus unserer Sicht treffen in der aktuellen Situation im Prinzip Wohl und Wehe für die Anbieter zusammen. Man hat auf der einen Seite aktuell eine wirklich sehr breite Kontaktfläche von neuen Kunden vor allen Dingen auch. Und auf der anderen Seite ist aber auch ganz klar der Bedarf da, jetzt positiv abzuliefern, um Kunden perspektivisch auch über die Corona-Krise hinaus tatsächlich zu binden. Anderer Kanal, also wir von unserer Sicht die Möglichkeit natürlich auch immer mit unseren vielen Kanälen zuzuhören. Wir haben die Möglichkeit unter anderem auch Social Media Listening zu machen, haben auch da mal reingeschaut, wie sieht es denn da aus? Spannend, gibt es wirklich ein Spannungsfeld zu beobachten. Auf der einen Seite Personen, die letztendlich begeistert sind, dass sie die Möglichkeit haben, online Lebensmittel zu bestellen. Auf der anderen Seite aber auch wird viel darüber gesprochen, dass die Leute ja das Gefühl haben, dass sie sich letztendlich diesem Kanal vorgesetzt bekommen, beziehungsweise dass auch da die Schwierigkeiten mittlerweile so groß sind. Da wird von 14 Tagen ausgebuchten Lieferzeiten gesprochen, wo man also auch sieht, in den sozialen Mediakanälen wird sehr, sehr viel Pro und Contra diskutiert, also ein sehr großes Spannungsfeld tatsächlich auch vorhanden. Wir steigen ein mit einem kurzen Einblick in eine POS-Studie, unsere POS-Bus-Studie, die wir kontinuierlich durchführen. Da sind die Teilnehmer unseres Mystery-Felds unterwegs und berichten von ihrer Wahrnehmung. In diesem Fall haben wir eine Frage mal rausgepickt. Und zwar ging es darum, ob Sie beim Einkauf, den Sie in den letzten Wochen getätigt haben, eine Veränderung wahrgenommen haben. Zum einen in Ihrem persönlichen Einkaufsverhalten, aber auch in dem Verhalten, im Einkaufsverhalten der Mitmenschen. Und ganz klares Outcome, hat sich deutlich was geändert. Und dies schließt unter anderem auch den Kanal Online-Lebensmittel beziehungsweise den Kauf von Lebensmitteln über den E-Commerce ein. Bei der Betrachtung der Basis des Online-LEHs, also sprich von wo kommt man eigentlich, muss man nochmal zurückgehen ins Jahr 2019. Da habe ich gesehen oder hat man gesehen, dass 25% der Verbraucher zu dem Zeitpunkt lediglich Lebensmittel online bestellt haben. Und das letztendlich hauptsächlich deswegen so wenig, weil ein Großteil tatsächlich Bedenken bezüglich der Qualität und Frische der Waren hat. Das hat sich 2020 und gerade jetzt im März 2020 schon deutlich geändert.
verändert. Man sieht, dass über alle Anbieter hinweg, sei es jetzt eine Rewe, sei es Picknick, sei es MyEnso, wo wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, die Nachfrage wirklich immens gestiegen ist. Wir haben sehen Neukundenanmeldungen von bis zu 500% plus und natürlich getrieben davon, dass aktuell viele Leute den stationären Handel so weit wie möglich meiden möchten, weil sie einfach denken, dass die Lebensmittellieferung über einen Online-Anbieter die sicherere Variante ist. Plus man sieht natürlich, dass bestimmte Produkte einfach im stationären Handel oftmals vergriffen sind und daher die Möglichkeit, einen weiteren Kanal zu nutzen, gerne angenommen wird. Ganz kurzer Exkurs, um Sie gleich abzuholen. Wir werden uns gleich ein paar Daten vom Online-Supermarkt MyEnso anschauen. Die werden wir exemplarisch gleich für Sie auswerten, haben uns da ein paar ganz interessante Ansichten rausgepickt. MyEnso selbst, ganz kurze Vorstellung, falls Sie den Online-Supermarkt nicht kennen, können Sie gerne auch mal gleichzeitig oder nachher online schauen, ist ein Anbieter. Da gleich die Erwartungen ein wenig zu managen. Wir selber nutzen das natürlich auch gerade. Ich halt als Amazon-Fresh-Kunde bin umgestiegen auf MyEnso, schon ein bisschen länger. Aber auch da sind die Slots sehr, sehr eng vergeben. Also ich möchte nicht die Hoffnung schüren. Auch hier merken wir oder MyEnso, dass die Kapazitäten auch da an die Grenzen derzeit kommen. Genau, es läuft alles auf Hochtouren. Da hast du recht. Dementsprechend MyEnso vom Gedanken her vielleicht einfach nur kurz zusammengefasst, ein Online-Anbieter, der sich als Supermarkt so positioniert, dass man den Kunden eine bestmöglichste Möglichkeit gibt zum Mitgestalten, dass die Personen, die in diesem Online-Shop angemeldet sind, unter anderem Food-Pioniere auch genannt, den Shop tatsächlich entwickeln von Anfang bis Ende, sprich von der Gestaltung des Supermarktes an sich über das Sortiment bis hin nachher zum direkten Austausch mit Industriepartnern über Communities, über Befragungen, wo Bonsai letztendlich als exklusiver Partner auch mit dabei ist. Wir schauen uns gleich Absatzdaten von MyEnso an. Auch da sind wir der exklusive Partner für die Analysen und können da Daten liefern, die Sie so aktuell am Markt auch in keiner Form finden werden. Kurz methodischer Hintergrund noch zu den Daten, die wir uns gleich anschauen. Wir haben uns zeitlich ein Fenster rausgesucht, wo wir geschaut haben, ab wann gibt es eigentlich tatsächlich große merkbare Maßnahmen durch die Bundesregierung. Das ist ab dem 13. März gewesen. Man sieht, wenn man sich die Abverkäufe insgesamt anguckt, schon direkt ab dem 13. März einen Anstieg von Hamsterkäufen, auch auf dem Online-Kanal, und sieht dann am ersten Werktag tatsächlich nach Umsetzung oder nach Beschluss der Maßnahmen, dass auch die Bestellungen sehr stark ansteigen. Wie stark, gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Heißt für uns, wir haben eine Testphase definiert, in dem Fall vom 13. bis 24. März. Das ist der Betrachtungszeitraum für die Corona-Phase aktuell, und die Pre-Phase haben wir dementsprechend vom 28. Februar bis 12. März gesetzt. Wenn wir erstmal ganz on top anfangen, sieht man, okay, MyEnso hat einen Wert, der sehr hoch ist, von 475% mehr Online-Lebensmittelkäufe, die tatsächlich stattgefunden haben, was gleichzeitig mit einem erhöhten Umsatz von über 500% einhergeht. Wenn wir dann tiefer einsteigen und uns anschauen, wie viele Kunden stehen eigentlich dahinter. Auch da sind wir bei fast 500% mehr Kunden, die Online-Lebensmittel bei MyEnso in der Testphase kaufen. Und da eine genauere Betrachtung der Verteilung von bestehenden und Neukunden. Auch einen extrem hohen Wert von über 80% der bestellenden Personen sind tatsächlich Neukunden, die also vorher mit dem Kanal online beziehungsweise mit MyEnso in dem Fall noch nie eine Bestellung gemacht haben und die jetzt tatsächlich in dieser kurzen Phase extrem zugreifen und dort Produkte bestellen.
Die Kunden an sich kaufen tatsächlich etwas seltener. Das heißt also, ich habe Kunden, die vorher vielleicht vermehrt an verschiedenen Tagen gekauft haben. Das ist nicht mehr so stark. Also es wird seltener eingekauft im kleinen Rahmen. Ist also ein kleines Prozent, minus von 4 auch nur. Wenn man dann auf die Bon-Ebene guckt, ist allerdings sehr deutlich, dass es ganz klar weniger unterschiedliche Produkte sind, die gekauft werden. Es findet da also eine Fokussierung auf ein bestimmtes Sortiment, auf bestimmte Produkte statt und gleichzeitig wird deutlich mehr bestellt. Wir haben einen Absatz pro SKU-Steigerung von 127%. Auch da ganz deutlich, auch online finden tatsächlich Hamsterkäufe statt. Wir haben es jetzt mal als der Hamsterrend auch online beschrieben. Das, was man im stationären Handel sieht, Fokussierung auf bestimmte Warengruppen und Sortimente mit gleichzeitigem höheren Absatz, also auch hier online bei den Myenso-Daten deutlich ersichtlich. Wenn wir uns dann einmal ein bisschen tiefer noch mit dem Sortiment beschäftigen und genau gucken, was wird denn da eigentlich gekauft von den Bestellungen beziehungsweise von den Shoppern an der Stelle, sehen wir auch da sehr Pendant zum stationären Handel. Es wird ganz klar fokussiert, das heilige Toilettenpapier steht über allem. Jeder Zweite kauft es. Es ist letztendlich in einem Großteil der Bestellungen tatsächlich auch vorhanden. Darüber hinaus Mehl, klassische Backzutaten, Brot. Man sieht auch Nudeln und Gemüsekonserven werden stärker bestellt, allerdings nicht so fokussiert wie im stationären Handel. Und im Prinzip bereiten sich auch die Bestellungen oder die Besteller bei Myenso darauf vor, dass sie eine gewisse Zeit lang zu Hause autark überleben müssen. Und ja, das sieht man letztendlich genauso hier wie auch im stationären Handel. Wenn ich mir das individuelle Kaufverhalten noch ein bisschen granularer anschaue und dann noch mal einmal gucke, in welchen Warengruppen gibt es eigentlich die meisten Veränderungen, sehe ich einen ganz klaren Switch von besonderen Produkten mit Frische und teilweise auch Luxusprodukten wie Champagner, die in der Pre-Phase tatsächlich noch verstärkt im Online-Supermarkt gekauft worden sind, sehe ich jetzt in der Testphase, also in der Hoch-Corona-Zeit, die wir uns da angeschaut haben, eine klare Fokussierung auf die Grundversorgung. Ich habe also letztendlich wieder den klassischen Backzutaten drin. Ich habe 20% mehr Mehl, also alles, was für die Eigenversorgung dient. Aber ich sehe auch gleichzeitig, und da sind wir ja den Franzosen auch nicht so fern, wie man schon in anderen Studien gehört hat, auch eine deutliche Steigerung beim Kauf von Verhütungsmitteln. Also man ist mehr zu Hause und hat auch noch andere Dinge im Kopf, augenscheinlich. Und das deckt sich sehr, sehr stark letztendlich auch mit den Einkäufen, die man im stationären Handel sieht. Das beruhigt mich. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass halb Europa uns mittlerweile eher auf das Thema Toilettenpapier reduziert. Wir sollten hier also auf jeden Fall eine Pressemitteilung machen. Ja, da hast du deutlich recht, auf jeden Fall. Wir schließen dieses Kapitel mit einer weiteren Ergänzung des Zitats, das wir auch schon von Anfang gesehen haben, nämlich dass der Peter Heckmann auch davon ausgeht, dass nach der Krise tatsächlich der E-Commerce im Lebensmittelbereich eine größere Rolle spielt, weil die Kunden merken, dass die Angebote, die sie da bekommen, sei es die Auswahl, sei es aber auch die Einfachheit der Zustellung, deutlich attraktiv sind. Also das heißt, dass man Leute überzeugen kann. Aus seiner Sicht gelingt das allerdings nur, wenn die Lieferzeiten, hatten wir auch schon vorher gesehen, ja teilweise bis zu 14 Tagen, wenn die deutlich verkürzt werden. Das ist eine schöne Überleitung, weil aus unserer Sicht gibt es nicht nur den Punkt Verkürzung der Lieferzeiten, sondern auch noch weitere Punkte, die zu beachten sind. Und die würde ich jetzt dann gerne an meinen Kollegen Jens abgeben, der dann an der Stelle weitermacht. Ja, vielen Dank, Stefan. Ja, der gute Peter Heckmann greift meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach tatsächlich zu kurz. Und das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir würden gerne mal einen Blick wagen und versuchen, das so ein bisschen zu reflektieren, was denn da tatsächlich passiert. Einmal die Übernahme. Ja, ich habe meinem Teil die Überschrift gesehen von Lifestyle zu Conscious Life. Also tatsächlich so ein bisschen vielleicht den Finger in genau diese Wunde zu legen, die Peter Heckmann, die auch andere aufmachen, tatsächlich das Thema E-Commerce so als Selbstläufer zu sehen. Ich glaube,
Händler merken das selber, dass sie auch mittlerweile mit Logistikproblemen zu kämpfen haben. Das heißt tatsächlich technische Probleme auch haben in der Umsetzung. Sie haben riesige Anforderungen. Wir sehen das ja auch tatsächlich bei Maenzo sehr, sehr gut, wo die Herausforderungen dort liegen. Aber eigentlich geht es um ein anderes Thema. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, macht mindestens genauso viel Sinn, als zu gucken, was passiert da eigentlich technologisch. Beginnen möchte ich aber auch mit einer Frage, die uns so in den letzten Tagen wirklich beschäftigt hat, weil Sie kennen das auch, wir diskutieren mit Kunden, mit Kollegen in diversen Umfeldern, mit Kooperationspartnern. Und man hört sehr häufig dieses Wort, naja, ich bin froh, wenn wir dann irgendwann, wenn alles wieder normal ist. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was auch Matthias Hawkes bewegt hat, uns in Talkshows, in den sozialen Medien deutlich zu machen, dass da eine Zeit kommen wird, wo wir tatsächlich verklärt zurückblicken im September auf der Piazza und sagen, mein Gott, gut, dass wir das gemeistert haben. Und ich bin da skeptisch, weil ich glaube, es hilft nichts, diese Krise ja zu verklären oder irgendwann zurückzuschauen, verklärt zurückzuschauen, sondern tatsächlich zu gucken, was sind wirklich die Veränderungsprozesse, die da eigentlich hinterstehen. Weil aus unserer Perspektive ist Covid eigentlich nur ein Beschleuniger für den sowieso schon andauernden, disruptiven gesellschaftlichen Wandel, den wir uns in den letzten 10 Jahren ja uns angeguckt haben, den wir alle erlebt haben. Diesen Wandel, was ist das eigentlich genau, was meine ich damit, möchte ich nochmal mit dieser Grafik illustrieren. Im Kern geht es so in den letzten 10 Jahren, im Grunde mit der Erfindung des iPhones, darum, tatsächlich den Wandel von der Industrieökonomie hin zur Netzökonomie zu begeben. Was heißt Industrie versus Netzökonomie? Industrieökonomie ist sehr, sehr statisch, ist ein sehr deutsches Industrieparadigma von der Industrieökonomie, Produkte zu präsentieren, zu produzieren, Innovationen im Grunde zentral in den Unternehmen zu handeln. Der vielbeschworene Denker und Dichter und Gestalter-Mythos, der in Deutschland sehr, sehr stark auch natürlich durch die Automobilindustrie geprägt ist, zu kaskadieren über Hierarchien, über Stufen und im Grunde Produkte so in den Handel und in die Haushalte zu bringen. Und das hat sich verändert. Der Konsument ist nicht derjenige, der das letzte Glied in der Kette steht und darauf wartet, dass tolle Ideen auf ihn einprasseln und neue Produkte kommen, sondern er möchte mitgestalten. Es geht in der Netzökonomie um Beziehungen, es geht um Erlebnisse, nicht mehr um Produkte, sondern um die Verbindung zwischen den einzelnen Kontaktpunkten. Und das ist sehr, sehr stark technologisch getrieben worden. Ja, ganz sicher auch für mich markiert dieser Punkt die Erfindung des iPhones, weil das auf einmal deutlich gemacht hat, wir können uns verbinden. Social Media hat von da aus seine Erfolgsgeschichte gezogen weltweit. Wir leben in der globalen Welt mit all den jetzt auch klaren und erkennbaren Problemen, die wir damit haben. Und dieser Wandel von der Industrie zur Netzökonomie wird sehr, sehr häufig als digitale Revolution oder digitale Transformation beschrieben. Und da kann man sicherlich sagen, ja, das ist gelungen. Technisch sind wir heute in der Lage, mit Menschen zu sprechen, global. Auch diese Webex ist natürlich ein Zeichen dessen, dass wir in der Lage sind, uns technisch zu verbinden. Aber die Frage, und da muss der Finger in die Wunde gelegt werden, gelingt uns das auch kulturell? Sind wir in der Lage, wirklich als Produzenten, als Hersteller, als Händler uns wirklich kulturell, emotional mit unseren Kunden zu verbinden? Und da sieht die Welt tatsächlich ein bisschen anders aus. Und wenn man dann sieht, dass das in diesen Zeiten von Covid-19 eigentlich noch viel schwieriger wird, weil wir uns nicht nah sein können, wo wir tatsächlich Abstand halten, weil Frau Merkel das sagt, weil wir Virologen haben, die uns das sagen, und wir tatsächlich unser Verhalten verändern. Wir haben das eben gesehen, unsere Tester sehen das und wir alle erleben das, da wo wir in den Handel gerade gehen, wir gehen tatsächlich auf Abstand. Und das ist etwas, was dieses Thema der Netzökonomie natürlich nochmal beschleunigen wird, aber es braucht Lösungen dafür. Und wenn ich so ein bisschen schaue, ein Bild von meinen Kindern zu Hause, klar, ich habe es eben gesagt, wir sind E-Commerce-affin, auch im Lebensmittelhandel, dann ist da schon die Frage, wo ist das Erlebnis? Wo ist das Erlebnis? Wo ist die Beziehung? Natürlich sehr, sehr stark gespielt wird über den Lieferdienst, der dann irgendwann kommt. Und heute stehen da jetzt kontaktlos bezahlt, kontaktlos geliefert, irgendwie drei Boxen. Und ist das das Einkaufserlebnis der Zukunft?
Ist das etwas, wo wir tatsächlich Erlebnisse, Emotionen in den nächsten Jahren und die nächsten Consumer-Generationen allein darauf setzen werden? Und das, glaube ich, ist sicherlich der Punkt, wo man sagt, da kann man ein Fragezeichen dran machen. Und es ist eben nicht nur die Frage nach der Technologie, die gelöst scheint, sondern es ist die Frage auch, wie können wir uns tatsächlich kulturell und emotional mit unseren Menschen, Kunden, Verbrauchern, Konsumenten, wie immer man das nennen möchte, wie können wir uns mit den Menschen da draußen tatsächlich verbinden? Und da möchte ich einsteigen mit zwei der Studien. Einmal kurzer Einstieg nochmal oder Abstract vom Werteindex. Wir machen das seit 10 Jahren. Wir, das ist Trendbüro Kantar und jetzt in diesem Jahr auch 2020 Bonsa mit dabei. Wirklich Social Media, auch da haben wir eben ja Beispiele schon gesehen. Wir sind da ganz nah an den Menschen da. Was verändert sich, wie wird darüber gesprochen? Wir sehen auch, dass sich grundsätzlich in den letzten Tagen und Wochen nicht der ganze Werteindex auf den Kopf gestellt hat, sondern wir sehen, dass die Themenfelder, über die gesprochen wird, Gesundheit, Familie, Zusammenhalt, Gesellschaft, Gemeinschaft, das sind das alles Themen sind, die auch jetzt in diesen Zeiten unsere Gesellschaft weiter bewegt. Da möchte ich ein kurzes Statement nochmal zu geben. Und wir legen daneben eine Studie, die wir in dem Fall auch mit Kantar und dem Trendbüro vor 2 Jahren gemacht haben, mit QVC als Auftraggeber, die Zukunft des Handels oder die Zukunft des Einkaufs 2036. 5 Thesen, die wir dort haben und mal gucken, ob die noch in diese Zeit passen. Und ich glaube, dieser Versuch zeigt sehr deutlich, dass vieles davon auch noch heute so stimmt. Ja, wenn man den Werteindex zusammenfassen möchte auf eine Formel, dann glaube ich, ist 2020 die Ausgabe und tatsächlich ja vor Covid entschieden, weniger Lifestyle, mehr Politik. Und das ist das, was wir auch jetzt gerade erleben. Wir sind in einer sehr, sehr politischen Diskussion, die zwischen Gesundheit, zwischen Wirtschaft auch diskutiert wird. Ich glaube, es ist ein spannendes Beispiel für das, was in Europa gerade passiert, Gemeinschaft versus nationale Interessenslagen. Also da ist viel, viel, viel an Politik wieder unterwegs und findet tatsächlich auch ein Fundament und Gehör in der Breite der Bevölkerung. Ja, es geht nicht mehr um Lifestyle alleine, sondern es geht um tatsächlich Krisenbewältigung an vielen Stellen. Im Werteindex war das sehr, sehr deutlich, ob es die Klimakrise ist, ob es ja ein angehender Generationenkonflikt ist zwischen der jungen Generation, die auch zunehmend von den Älteren etwas einfordert. Also wir sehen tatsächlich, da sind eine Menge Themen und Futter, die bewegt. Warum ist das so? Das ist so, tatsächlich da draußen unsere Welt sich massiv verändert. Ob wir das im Bereich des selbstgemachten, menschengemachten Klimawandels sehen, Bilder aus Australien oder Kalifornien, Waldbrände, die ganze Städte, die Nationen und natürlich immensen Einfluss auf unser Klima in der ganzen Welt haben. Ja, und dann gibt es dort Menschen, Unternehmen, die das nicht so richtig verstehen, die das nicht richtig einordnen können, was dort draußen passiert. In Deutschland haben wir das sehr, sehr schnell gesehen, und ich glaube, es hat ihn am meisten überrascht mit Joe Kaeser, der einfach aus seinem Selbstverständnis oder Purpose heraus Siemens ein Wirtschaftsunternehmen, das gesellschaftliche Verantwortung hat, das Shareholder Value entsprechend gerecht werden muss, auf einmal so attackiert wird. Attackiert wird einer jungen Generation, Gen Z, die tatsächlich auf die Straße gehen und sich wirklich sorgen um das, was das zeigt eben auch diesen Konflikt in den Generationen. Aber eben auch in unserer Gesellschaft zwischen dem, wo Unternehmen unterwegs sind und da, wo die Menschen unterwegs sind und sagen, hier müsste doch eigentlich eine andere Balance hergestellt werden. Und um diese Balance zwischen Menschen, Industrien geht es auch letztlich beim Thema Covid in der Diskussion, wenn Sie es beobachtet haben. Und in Deutschland wieder ausgemacht scheint der Buhmann aktuell in dieser Phase der Krise auch ein deutscher Manager zu sein mit Kaspar Rohrstedt von Adidas, der sehr, sehr schnell auch reagiert hat, gesagt, hey, wir müssen gucken, dass wir hier unsere Bilanzen und unsere Kosten im Griff haben, auch wenn er das mittlerweile auch ein bisschen anders dargestellt hat. Die Reaktion war klar, mein Gott, da werden den Leuten, denen sie Miete bezahlen, tatsächlich ihrer finanziellen Grundlagen beraubt. Also es Wobei zeigt, jetzt da ist. mittlerweile, Jens, habe ich ja
gerade auch noch gesehen, ist er sogar eingeknickt, also hat jetzt sogar den Rückzug gemacht und hat gesagt, er zahlt jetzt doch alle Mieten. Aber klar, spannendes Thema, weiterhin im Fluss und es ändert sich täglich ja eigentlich. Naja, also ich meine, das ist ja genau der Punkt, wo wir sehen und spüren, dass da eine Riesenunsicherheit ist. Ja, überall. Und das ist etwas, was man auch bei allen anderen Unternehmen sieht. Wir haben hier eine Studie, damals noch Vermeer, heute im Kanter Consulting Verbund, die analysiert haben, auf der einen Seite die Haltung, die Denke, das Gespür der Manager, die tatsächlich zu einem Großteil glauben, dass sie tolle Erlebnisse für ihre Kunden liefern, dass sie den richtigen Purpose haben, dass sie mit der richtigen Mission draußen unterwegs sind. Auf der anderen Seite aber eben nicht zu realisieren scheinen, dass Kunden das ganz anders wahrnehmen. Und das ist genau das, wo jetzt tatsächlich auch hier in der Krise mit Covid eine Chance ist, tatsächlich zu gucken, was bewegt die Menschen dort draußen und eben am Puls der Zeit zu sein, denen zuzuhören, zu gucken, ob ich das über Social Media mache, ob ich das über unser Testerfeld mache, wie auch immer, ob wir es im Rahmen von Community-Projekten machen, tatsächlich zu schauen, was bewegt die Menschen und wie kann ich tatsächlich dort meinen Impuls auch setzen. Das bringt mich zur Überleitung dieser zweiten Studie, 5 Trends im Handel vor und nach Covid. Wie kann das aussehen? Eine der Thesen damals, und ich glaube, sie ist jetzt im Zeichen von Social Distancing noch mal viel, viel deutlicher und zeigt eigentlich das Dilemma auch gerade für den E-Commerce. Da, wo wir virtuell unterwegs sind, wo wir uns immer mehr entfernen, entsteht eine wahnsinnige Lust auf Sozialität, auf Austausch. Das sind auch die Bilder, die wir wieder vom Wochenende sehen und hören, wenn tatsächlich gerade junge Menschen sich eben vielleicht nicht an die Beschränkungen der Politik derzeit halten, sondern irgendwo im englischen Garten unterwegs sind. Das sind alles nicht nur Menschen, die jeden Tag irgendwie Videospiele spielen, sondern die auch draußen sind, die sich austauschen wollen. Und das ist etwas, was sicherlich zur großen Herausforderung im E-Commerce, auch im Lebensmittel und da gerade wird, wo ich eben nicht Dinge, du hast ja eben die Beispiele aus Social Media gebracht, wo es um Frische geht, Produkte, Dinge anzufassen, was ja im Moment auch gar nicht so richtig erwünscht ist. Aber das zu spielen. Und gerade da, glaube ich, kann Technologie eine Lösung sein und E-Commerce wird sicherlich dort eine Lösung sein. Damals wie heute gilt sicherlich, dass viele Lust auf neue Technik haben, sie auch ausprobieren. Wir alle erleben das gerade. Insofern ist da Covid auch nochmal ein Beschleuniger dieser digitalen Transformation. Technologie wird ein Teil der Lösung. Aber da, wo ich virtuell unterwegs bin, entsteht ein wahnsinniger Wunsch auch nach echten Erlebnissen. Und wie können die eben aussehen? Wie können die aussehen, reale Erlebnisse im online oder wie auch immer zu überführen? Wie kann man das machen? Chatfunktion. Also Ideen, glaube ich, kann man überlegen, kann man gemeinsam entwickeln. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass dem E-Commerce auch bewusst wird und denen, die über den E-Commerce vertreiben, also Sie alle, die als Industrieunternehmen Produkte, tolle Produkte produzieren, wie kann ich sie tatsächlich präsentieren? Der Handel wird persönlicher und das ist auch eine Weisheit, die, glaube ich, genauso gilt vor 2, 3 Jahren, wie sie das heute der Fall ist. Konsum ist mittlerweile zum Spiegel des selbst geworden. Produkte, Erlebnisse müssen erlebbar sein, sie werden personalisiert an ganz vielen Stellen. Beispiele gibt es genug, Sie kennen Modiface, Augmented Reality, im Marketing sehr, sehr früh schon als Spielwiese genutzt, tatsächlich Persönlichkeiten in andere Kontexte zu bringen. Ich wollte das auch immer mal machen, aber bei mir gelingt das irgendwie nicht so richtig. Und mittlerweile wurde das Unternehmen von L'Oréal gekauft und die nutzen das ganz, ganz stark tatsächlich, um daraus Produkte zu entwickeln, auch eine Dienstleistung anzubieten. Und damit hat sich tatsächlich für einen Produzenten auch ein ganz anderer Kanal in Richtung Handel und Abverkauf entsprechend bewegt. Ähnliche Beispiele, ob es mein Müsli ist, wo es um Personalisierung geht, auch jetzt im Rahmen von Gesundheit, personalisierte Ernährung, abgestimmt auf meinen Gencode, bietet mittlerweile mein Müsli an. Auch das zeigt, da ist Interaktion, da ist Erlebnis, da ist Austausch. Und auch das sind Themen, wo man sieht, da tut sich tatsächlich etwas. Letztlich geht es um, ja, Wirklichkeit. Wirklichkeit, die auch eine Inszenierung braucht. Die Leute wollen nach wie vor Dinge anfassen, ausprobieren.
Und sie wollen nicht nur in einer anonymen Welt, auch im E-Commerce, Dinge verstehen und sehen. Es geht um ein Erlebnis, das ich tatsächlich real viel, viel besser hinbekomme. Und das ist auch etwas, mit dem sich Online-Händler auseinandersetzen. Maenzo, das Beispiel kam ja, hat das sehr, sehr früh getan, im Grunde mit der Gründung oder mit dem Aufbau der Marke auch klar zu sagen, wir wollen erreichbar sein. Ob das im Rahmen von Food Trucks ist, wie das hier das Beispiel ist, oder mittlerweile kleine Läden, Tante-Enzo-Läden, die sogar in Altenheimen im Moment ganz massiv nachgefragt werden, weil dort eine Generation unterwegs ist, die als Risikogruppe zählt und gilt, die da tatsächlich quasi in ihrer Community auch einkaufen können. All das sind Modelle, wo klar war oder klar ist, E-Commerce als Plattform ja, aber ich muss auch tatsächlich gucken, wo komme ich in der Realität an und wo kann ich anfassbar sein. Handel muss Anerkennung organisieren. Und das, glaube ich, haben viele Unternehmen jetzt im E-Commerce, stationären Handel oder auch andere Unternehmen ganz gut verstanden. Anerkennung, die nicht mehr aus Statusmeilen und Bonusprogrammen alleine besteht. Das ist ganz spannend. Wer heute bei der Lufthansa hin und wieder mal als Kunde regelmäßig unterwegs ist, wird vor allen Dingen im Moment angeschrieben mit dem Hinweis, wir wissen, lieber Herr Krüger, dass Sie vielleicht dieses Jahr die Statusmeilen nicht schaffen, weil Sie nicht so viel fliegen können. Wir werden uns darum kümmern. Und ich denke dann, Statusmeilen ist das Letzte, an das ich im Moment denken würde, wenn meine Familie dort unterwegs ist, wenn wir Homeschooling, wenn wir andere Dinge machen, dann interessieren mich doch gar nicht diese Statusthemen. Und das ist etwas, wo man gucken muss, was können eigentlich andere Dinge sein? Was ist der Status, den Menschen heute interessiert? Wir haben eine Studie gemacht für Comarc, das ist ein Anbieter für Omnichannel-Kassensysteme, der also online, offline und stationär softwaretechnisch verbindet. Und wir haben damals gefragt, was sind eigentlich die Loyalitätsprogramme der Zukunft? Klar, das kann Reward-Themen sein, es können aber auch Themen sein, die, und das ist das, was hier spannend ist, in eine Richtung gehen, wo es tatsächlich um Marken geht, Markengestaltung, um Teilhabe, um gemeinsame Sache mitzumachen und dergleichen. All das sind Dinge, die, glaube ich, an Bedeutung gewinnen werden. Also gemeinsame Sache machen, mitgestalten, Marken mitzuentwickeln. Ein Thema, haben Sie gesehen, Maenzo, die das genau zu ihrem Gencode auch gemacht haben. Gemeinsam eine bessere Welt schaffen. Das ist das, auch da sehen wir im Moment ganz viele Beispiele, die da sind, wo es um Verantwortungsübernahme geht. Ne? Wir klatschen alle, wir stehen an den Balkonen, hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist in den Städten. Es wird geklatscht für ja, die wahren Helden dieser Krise. Das ist gut zum einen, aber es geht letztlich auch um mehr Verantwortungsübernahme. Und da müssen, glaube ich, viele Unternehmen, Händler gleichermaßen gucken, wie sie sich dort aufstellen. Und das ist egal, ob das Thema Klimawandel ist oder ob es jetzt Covid-19 ist. Der Klimawandel, glaube ich, da haben das viele Unternehmen, hier ein Beispiel FDM, schon übernommen, haben gesagt, hey, wir wollen hier tatsächlich ein Unternehmen sein, das tatsächlich hier diese Verantwortung trägt, auch sich der bewusst ist. Aber auch aktuell Trigema, die sagen, hey, da ist ein Bedarf, wir produzieren jetzt Atemschutzmasken. Es gibt aber ganz viele andere Beispiele, ob es Kooperationen sind von Wettbewerbern im Drogeriemarkt, ob es Jägermeister ist, die Desinfektionsmittel derzeit auf den Markt bringen, oder die vielgerühmte Kooperation zwischen Aldi und McDonald's, die auf einmal gemeinsame Sache gemacht haben. Es sind etliche Beispiele draußen, die, glaube ich, deutlich machen, ja, gemeinsam können wir die Welt verändern. Und das ist gut so. Es ist gut so, weil da zumindest erkennbar wird, dass die Unternehmen bereit sind, zuzuhören, sich auf diese Themen einzulassen und zu gucken. Das zeugt zumindest von Empathie. Von Empathie, die wichtig ist, zu sagen, ja, da ist Gesellschaft und wir übernehmen hier auch eine Verantwortung. Die Frage, wie nachhaltig sind diese Konzepte? Sind sie tragfähig für auch gemeinsame größere Themenfelder, für ganze Veränderungen? Und eins der Themen ist natürlich das Thema Handel. Wie kann der Handel attraktiver und muss er attraktiver werden, gerade im E-Commerce-Bereich in der Zeit nach Covid-19? Wir sind trotzdem sicher, ja, wer Verantwortung übernimmt, der wird auch gewinnen und wird dort auch tatsächlich Profiteur dieser Krise sein. Aus unserer Perspektive ist es so, dass Industrie, Handel und Konsumenten gemeinsame Sache machen sollten. Gemeinsame Sache
für etwas, was tatsächlich da draußen an Veränderungen unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, das große Kennzeichen der Netzökonomie und wird gerade das Kennzeichen der Netzökonomie nach Covid-19 sein müssen, tatsächlich gemeinsam zu gucken, wieder zu erkennen. Es gibt heute schon Wirtschaftsprofessoren, die prophezeien, wir müssen tatsächlich wie dieses Land wirtschaftlich wieder neu aufbauen. Und vielleicht ist ja dieses Mantra oder dieses Paradigma von der gemeinsamen Sache genau das, um das es geht. Und ja, es leitet uns so ein bisschen auch, Ihnen ein Angebot zu machen, das Sie nicht ablehnen können, selbstredend. Und ja, meine Kollegin Axana Ihnen jetzt einmal vorstellen möchte. Ja, vielen Dank, Ja, vielen Jens. Dank, Jens. Genau, wir haben uns Gedanken gemacht zu einer Zukunftsstudie, in der wir die Entwicklung des E-Commerce aktuell, aber auch ja, zukünftig, also nach Corona, gemeinsam mit vielen Akteuren beleuchten wollen. Wir haben ja anhand der vorgestellten Daten bereits sehen können, dass die Auswirkungen von Corona auf den Food-E-Commerce bereits jetzt sichtbar und spürbar sind. Und ja, Corona wird auch zukünftig Spuren hinterlassen. Ja, aktuell stehen Handel und Industrie vor neuen Herausforderungen. Und beim Thema E-Commerce geht es vor allem darum, zu schauen, wie muss sich der Onlinehandel aufstellen, um nicht nur einen kurzzeitigen Peak zu haben, sondern wirklich langfristig erfolgreich zu bleiben. Also Fragen wie, ja, werden die Konsumenten im E-Commerce aktuell richtig bedient und angesprochen? Können neue Nutzer, die sich jetzt im Rahmen der Krise eingeschaltet haben und bestellen, davon überzeugt werden, ja, länger zu bleiben, darüber, also über die Corona-Krise hinaus gebunden zu werden? Und können alte Nutzer, so wie Jens, der jetzt abgesprungen ist, weil ihm die Lieferzeiten zu lang sind, wieder zurückgewonnen werden? Wir möchten im Rahmen der Studie gerne Zukunftsszenarien für den Onlinehandel generieren, indem wir gucken, welche Produktkategorien sind denn erfolgsversprechend, wenn es um den Onlinehandel geht. Wie können Erlebnisse geschaffen werden und wie kann man Nähe spielen im Onlinehandel? Ja, wir wollen diese Studie anstoßen und möglichst viele Beteiligte aus unterschiedlichen Bereichen mit an Bord bekommen, um gemeinsam von Anfang an Szenarien für die Zukunft des Food-E-Commerce nach Corona zu entwickeln. Wir haben uns hierfür einen mehrstufigen Studienansatz überlegt und ausgearbeitet, bei dem von Anfang an Konsumenten und Vertreter in der Industrie zusammenkommen und gemeinsam wichtige Insights liefern. Ja, zunächst im Rahmen einer Online-Community, bei der wir ausgewählte Maense-Pioniere dazu einladen werden, über einen Zeitraum von 2 Wochen das Thema Food-E-Commerce umfassend zu beleuchten und dabei Fragen reingeben, wie, ja, wie sind die Anforderungen der Konsumenten an den Onlinehandel, welche Veränderungen werden bereits jetzt wahrgenommen im Rahmen der Corona-Krise, was läuft gut, was könnte zukünftig noch optimiert werden. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Maense-Pioniere höchst innovativ sind, gerne Feedback geben zu Produkten und Entwicklungen und uns ja, zahlreich Input für zukünftige Szenarien des E-Commerce geben werden. Im nächsten Schritt werden wir Absatzdaten aus dem Maense Online-Supermarkt auswerten. Und zwar möchten wir da die Absatzdaten vor der Corona-Krise
mit denen während der Krise vergleichen, um zu gucken, ja, welche Produkte wurden vorwiegend vor der Krise gekauft, welche werden während der Krise gekauft, wie sind die durchschnittlichen Ausgaben pro Bestellung, hat sich da was geändert, sind die, oder es hat, an den Daten vorher haben wir gesehen, ja, es hat sich jetzt schon was geändert. Das können wir aber weiter runterbrechen auf Kategorieebene beziehungsweise auch für individuelle Produkte. Und hat sich die Käuferschaft eventuell verändert, die jetzt neu in der Krise dazugekommen ist im Hinblick auf Alter oder Geschlecht? Wir planen dann im Rahmen eines Online-Co-Creation-Workshops gemeinsam mit Experten und Vertretern der Industrie diesen zahlreichen und vielfältigen Input von den Konsumenten und auch die Daten, die Absatzdaten zu sichten und zu verdichten und gemeinsam dann auch konkrete Szenarien für die Zukunft des E-Commerce zu entwickeln. Diese Szenarien werden dann anschließend im Rahmen einer Online-Befragung mit einer repräsentativen Stichprobe im Hinblick auf die tatsächliche Attraktivität und Relevanz für die Shopper überprüft. Hier ein kleiner Einblick in die Online-Community, also auf die Plattform, die direkt bei MyEnso eingebunden ist und aber tatsächlich nur für die Teilnehmer der Studie dann sichtbar ist. Hier werden täglich Aufgaben reingegeben und Fragestellungen zum Thema E-Commerce und die Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, sich zu diesen Themen auszutauschen und wichtige Erkenntnisse zu liefern. Roxana, wenn ich da einmal noch mal ergänzen darf. Ich glaube, das ist wichtig, noch mal zu wissen, wer sind diese 30 Leute. Diese Online-Community bei MyEnso ist tatsächlich was ganz, ganz Besonderes. Stefan Feldmeier hat es anfangs schon gesagt, wir haben dort mittlerweile bei MyEnso gut 30.000, 35.000 Food-Pioniere, die tatsächlich diesen Shop mitgestaltet haben, die also von der ersten bzw. zweiten Minute mit dabei waren und tatsächlich Input gegeben haben durch ihr Verhalten, durch ihre Anregungen, durch ganz, ganz vieles. Und das macht diese Community und der Zugriff darauf auch so besonders. Das ist jetzt kein Consumer-Panel mit Leuten, die jeden Tag irgendwo permanent bombardiert werden mit Fragen oder irgendwelchen Fragen, sondern die haben Interesse mitzugestalten. Also diese Währung der Mitgestaltung ist für diese Menschen auch ganz wichtig. Die haben was zu sagen. Das ist eine interessante Gruppe von Leuten. Da sind Journalisten dabei, da sind Kreative dabei. Da sind Wirtschaftsfachleute dabei, da sind zum Teil Vorstände aus Unternehmen, großen Unternehmen dabei, die einfach Spaß hatten, die Idee eines genossenschaftlich organisierten Supermarktes tatsächlich für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Und wir nutzen das bei Bonsai für Innovationsprojekte, für Kunden, über neue Produkte, über Verpackungen zu diskutieren, über Markteinführungen zu diskutieren, über Erlebnisse für Markteinführungen zu diskutieren. Und daraus ist ja auch diese Idee von uns entstanden, tatsächlich diese Community auch zu nutzen und mit denen über den E-Commerce der Zukunft zu sprechen. Das sind empathische Menschen, die auch mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend gehen und gucken, was draußen passiert und wie man tatsächlich Produkte an den Markt bringt. Das ist etwas, was es ganz besonders macht. Und wirklich mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, und ich habe das selbst ja gesehen in einzelnen Projekten in den letzten Monaten, seitdem ich bei Bonsai arbeite, ist wirklich, wirklich fantastisch, weil man wirklich das Gefühl hat, da sind Leute, die wollen wirklich, wirklich was verändern. Und die wollen wirklich einen Input geben für etwas, wo Produkte entstehen, die auch tatsächlich einen Nutzwert haben. Und das ist das, worum es ja hier geht, nämlich Szenarien für etwas auf den Markt zu bringen, wo nachher auch Menschen sagen, ja genau, das ist das, was ich brauche, das ist das, was mir hilft, das ist das, was mir Spaß macht und das ist das, was mich auch persönlich anspricht und emotional, kulturell, wie auch immer man das formulieren möchte, einfach bedeutsam ist. Und das ist eine echt einmalige Möglichkeit, mit diesen Menschen auch hier über die Zukunft des Handels zu sprechen. Und das ist die Idee dahinter. Entschuldigung. Alles gut. Ich bin immer wieder von dieser Community so beeindruckt, deswegen muss ich da einfach noch mal was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Ja, hier nochmal eine Folie, die zeigt, dass auch viele Teile von MyEnso im Rahmen eines Co-Creation-Workshops, der über mehrere Tage auch lief, entstanden. Also es wurden viele Ideen in der Gemeinschaft von Menschen generiert, geschrieben, festgehalten, online bewertet und die relevantesten dann tatsächlich auch im Rahmen von MyEnso umgesetzt. Ja, seien Sie dabei. Ich glaube, es ist ein spannendes Angebot, oder? Also ich würde mitmachen. Vielleicht noch mal ein so ein Punkt. So etwas muss bezahlt werden. Wir haben jetzt erstmal gesagt, okay, wir wollen es vorstellen. Wir haben ein paar Grundüberlegungen mit reingenommen, damit Ihnen vielleicht auch deutlich wird, welche Komponenten wollen wir wie zusammenbringen. Wir haben diese Erfahrung in anderen Kontexten, also ich insbesondere bei Kanter mit anderen Projekten gemacht, zum Beispiel die Nestle Zukunftsstudie, die werden einige von Ihnen kennen, die Zukunft der Ernährung, wie ist Deutschland 2030, ist eins dieser Themen genau in dieser Logik auch aufbereitet. Das heißt, wir haben dort Konsumenten eingebunden, wir haben Experten eingebunden, wir haben Zahlen, Daten eingebunden. Hier hat Bonsa natürlich auch im Bereich durch die Kooperation mit MyEnso spannende Daten, die wir, wie gesagt, für Kategorieebenen, für Produkte auch mit berücksichtigen können, um daraus tatsächlich Ideen für Konzepte zu generieren. Wir wollen Händler einbeziehen, wir können natürlich auch MyEnso mit einbeziehen. Die Gründer Norbert Hegmann und Thorsten Bausch, die sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben und auch immer noch machen, wie kann eigentlich E-Commerce und auch der Online, also der Food-E-Commerce hier erfolgreich sein und da auch von ihrem Wissen zu teilen, glaube ich, ist ein spannendes Thema. Wir können diese Szenarien nachher quantitativ überprüfen, das geht, aber Sie sehen, da steckt eine Menge Arbeit drin. Wir haben auch lange diskutiert, können wir das alles vorfinanzieren? Nein, können wir nicht. Wir sind dann auch das mittelständische Unternehmen und brauchen entsprechend die Solidarität und die Idee, tatsächlich gemeinsame Sache zu machen. Und deswegen unser Angebot, wie gesagt, 10.000 Euro. Wir müssen gucken, je nachdem, wie viele Leute, die dabei sind, vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen billiger hin. Je nachdem, wie viele Industrieunternehmen und Händler und sonstige Partner damit reinkommen. Und auch die Frage, wie tief wir in die kundenindividuelle Analyse dort einsteigen müssen. Wird man sehen. Das ist das Angebot, was dort im Raum steht. Vielleicht noch ein Punkt, warum wir eigentlich auch gerade mit Ihnen als Industrieunternehmen sprechen wollen. Der Handel, glaube ich, und der E-Commerce-Handel sind eben technische Angebotsplattformen vielerorts, die halt da sind und Technik bedienen. Und das funktioniert gut, das wissen wir, ob es bei Amazon ist, die das fantastisch bedienen können, die Logistik dahinter haben. Rewe hat in den letzten Jahren auch eine Menge dazu gelernt, aber gerade in der kulturellen Verzahnung, da hapert es. Und da sind wir natürlich auch durch die Nähe zu dem, was wir wissen, was in Ihren Unternehmen, als Industrieunternehmen an Innovationen unterwegs ist, im Marketing-Know-how da ist, zu sagen, das muss man eigentlich besser kombinieren. Weil die Geschichten, den Content, der hinter Produkten steht, hinter bestimmten Dienstleistungen steht, den muss man in den Online-Bereich mit hineintragen. Im stationären Handel nennt man das Category Management. Etwas Vergleichbares gibt es im Online-Bereich noch nicht. Da gibt es E-Commerce-Verantwortliche, große Erwartungen an natürlich den Lebensmittelhandel der Zukunft. Aber hier entstehen Content, hier entsteht Inhalte, die für den Handel und die Menschen da draußen relevant sind. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass in dieser Phase eben nicht nur die technischen Anbieter miteinander reden, zu sagen, hey, wie sieht der E-Commerce aus? Und ist es ausreichend, die Lieferzeiten zu erhöhen, um das Thema Lieferzeiten zu optimieren, um das Zitat nochmal von Peter Heckmann zu bedienen? Oder geht es nicht darum, tatsächlich was fundamental anders zu machen? Und Covid ist hier ein Game Changer. Es wird darum Probleme geben, die wir alle gerade erleben, zu Hause, in unseren Familien. Leben zu organisieren zwischen Homeschooling, Homework und was auch und Homeoffice. Und das wird sicherlich noch eine Weile andauern oder es wird
auch in der Zeit nach Covid bestimmte Erwartungen geben von Unternehmen, aber auch von Arbeitnehmern gleichermaßen in diesen Homeoffice-Status hineinzugehen. Und die Frage ist, stellen sich daraus auch neue Anforderungen und Möglichkeiten, andere Lösungen anzubieten in der Dienstleistungsindustrie, Produkte in Dienstleistungen zu überführen, Angebote neu zu definieren, also rauszukommen aus der Logik, wie wir sie im Moment haben, im E-Commerce-Bereich, im Lebensmittelbereich, dass wir Plattformen haben, wo im Grunde nur Produkte drinstehen. Netzökonomie ist die Abkehr von Produkten. Das wird auch im E-Commerce so sein. Und da wir davon überzeugt sind, geht es nur als gemeinsamer Schritt und eben als Schritt mit den Industrieunternehmen an Bord. Und deswegen haben wir Sie auch in dieser Phase jetzt auch schon angesprochen. Ja, Fragen können wir nicht beantworten. Axana, danke auch nochmal für die Aufbereitung dieses Parts. Ich möchte Juliette Debois nochmal danken, die Kollegin, die auch im Lab unterwegs ist und genau in diesem Thema Social Media Analyse und auch qualitativer Forschung unterwegs ist. Danken für die Zusammenstellung und die Aufbereitung, die wir hier gemeinsam gemacht haben. Ja, Sie können die Zeit jetzt noch nutzen, hier einmal die Namen und Telefonnummern zu notieren. Ich kann derweil noch auf eine Publikation hinweisen, die wir ganz frisch machen. Die wird sehr wahrscheinlich in den nächsten 2, 3 Tagen veröffentlicht. Sie können sie auf unserer Homepage bestellen. Das ist ein Magazin, wo wir uns wirklich mit Partnern aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, mit Kooperationspartnern, mit Kunden, mit dem Thema Innovation beschäftigt haben. Ja, mit den technologischen auch, gerade im Bereich von E-Commerce tut sich da einiges. Auch da haben wir hier Content, den wir Ihnen gerne bereitstellen wollen. Wir haben aber auch das Thema der kulturellen Innovation mit berücksichtigt. Tolle Beiträge unter anderem von den Hirschen, also Marcel Loco, der was Spannendes geschrieben hat. Wir haben aber auch Beispiele von Unternehmen, die Dinge anders gemacht haben. Also es ist ein Sammelsurium vieler, vieler Themen, die vielleicht gerade jetzt in dieser Phase spannend sind, wenn es auch bei Ihnen darum geht, Dinge vielleicht mal anders zu machen und dieses Magazin vielleicht auch als Vehikel zu nehmen, mal über Veränderung bei sich selbst auch nachzudenken. Von unserer Seite war es das für heute und ja, wir hoffen auf viel Resonanz und einen baldigen Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke.